Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch meine VHS-Sammlung von Gate und Gate 2 vorstellen. Und zwar, die Filme sind ziemlich unterschiedlich. Das sind diese zwei Horrorfilme, jeweils aus den 80ern und Anfang der 90er. Und während Gate schon recht früh released wurde in Deutschland, mussten wir ziemlich lange auf Blu-ray-Release von G2 warten. Nicht nur auf Blu-ray-Release, sondern auch auf DVD-Release. Und hier habe ich folgende VHS-Edition. Und zwar, ich habe die Blu-ray-VHS-Edition aus Spanien. Mit diesem klassischen G-Motiv. Genau, hier die Rückseite. Hier die deutsche Edition, die ich erst heute bekommen habe, von Wicked Vision, von Gate und G2. Das ist das Artwork von G2. Hier haben wir die beiden Artworks bei der spanischen sehen. Und zwar, es gibt zwei Cover-Varianten und die andere Cover-Variante ist genau die gleiche wie hier. Vom ersten Gate-Film, aber ich habe mich dafür die zweite entschieden, als Abwechslung, und weil die mir auch ziemlich gut gefällt. Die war auch ein bisschen günstiger. So, genau, das ist jetzt die deutsche Variante. Und hier habe ich noch die alten VHS-Videokassetten von Gate und Gate 2. So, jetzt die beiden Editionen ausgepackt. Hier ist die spanische Edition. Wir sind beides entsprechend den VHS-Videokassetten nachempfunden. Die spanische Edition ist etwas kleiner, ist etwas größer, mit so einer matten Fläche. Während, also ganz normal matt gehalten, während die deutsche Version mit Partial Glass versehen ist. So, genau, hier sind die entsprechende die Seite von der deutschen und von der spanischen Edition. Genau. Man kann das gut sehen. Genau, hier mit diesem typischen VHS-Zeichen. In diesen Editionen steht auch dabei, dass keine VHS-Videokassette enthalten ist. Und hier entsprechend die andere Seite, genau, wo dann wirklich die ganzen Details der VHS-Videokassette nachgemacht wurden. Und hier auch mit Partial Gloss. So, während bei der spanischen Edition das wirklich aufgedruckt ist, ist also wirklich wie bei einer Original-Videokassette, ist bei der deutschen Edition das eine interessante Wahl gewesen. Sie haben das so gemacht, als ob das eine bespielte aufgenommene Videokassette ist, so ein bisschen wie handschriftlich gemacht mit diesem E180, wobei ich solche nie verwendet habe, sondern zum Aufnehmen habe ich immer E240 verwendet mit 4 Stunden Laufzeit. Beide lassen sich auf die gleiche Art und Weise aufmachen, nämlich mit einem magnetischen Verschluss hier. Genauso geht die auf. So, zuerst die spanische Edition, hier ist der Inhalt, genau, die ich schon vor längerer Zeit gekauft habe, bei Amazon Spanien. Die hat 3 Discs, nämlich ein DVD mit Extras. Wirklich schönes, wirklich sehr schönes Artwork von Gate 1. Das ist entsprechend das Artwork von Gate 2. Genau, wenn man die so aufmacht, hat man hier noch 2 Discs von Gate 1 und 2. Das sind entsprechend La Puerta und La Puerta 2. Genau, die Blu-rays. So, hier ist das Artwork. Von diesem Monster. Ein Monster, was auch in Gate und Gate 2 vorkommt. So. Und als Bonus sind diese Karten. Es sind recht viele davon. Genau. La Puerta. Zweiter Teil, Gate 2. Genau. Die beiden Filme sind ja ziemlich unterschiedlich. Nämlich der erste Film, das ist wie so ein Invasionsfilm, wo dann durch ein Loch die Monster auf die Erde kommen. Im zweiten Film, genau, da ist der Junge vom ersten Film, also der zweite Junge vom ersten Film, nicht mal der Hauptheld, sondern der im ersten Film noch eine Nebenfigur hatte, der ist da schon groß geworden, und der zweite Film spielt ja ein bisschen wie Wishmaster, wo der Junge sich entsprechend, das ist dieser Junge hier in groß, und hier ist er im ersten Film, wo er sich dann seine Wünsche erfüllt. Und die Wünsche gehen natürlich furchtbar schief, analog zum Wishmaster. So, da ist so ein Dämon. Genau. So, hier ist die deutsche Ausgabe, die ich heute bekommen habe, von Wicked Vision.
Mit dem Disc von MSN. Genau, weil nur der zweite Disc von Wicked Vision released wurde. Genau, da gab es ja Releases von MSN und von Wicked Vision. Und beide Releases sind schon unglaublich teuer, vor allem von Wicked Vision. Aber das ist ein unglaublich schönes Artwork. Das ist auch Artwork, was für den Mediabook von G2 verwendet wurde, von Wicked Vision. Finde ich unglaublich schön. Ja, ich habe sie irgendwann verpasst und ehrlich gesagt waren mir schon 30 Euro für den Film zu teuer und inzwischen kosten sie noch viel, viel mehr. Dieses Artwork wurde auch G2 für Mediabooks verwendet und das ist auch das Artwork der alten deutschen VHS-Edition. Wirklich sehr, sehr schön. Hier sind nur zwei Discs, wie gesagt. Genau, da fehlen halt die DVD-Version von Mediabooks und natürlich die Booklets. Und da ist noch ein Poster dabei. Es ist ein doppelseitiges Poster. Hier ist es entsprechend ausgebreitet. Das ist entsprechend das Artwork von Gate. Was man auch bei der spanischen VHS-Edition sehen kann. Und von G2, dieses sehr, sehr schöne Artwork. Genau, das war's aber auch. Genau, weil in der spanischen waren, wie gesagt, Karten dabei. In der deutschen nur, in der deutschen entsprechend Karten und ein Poster. So, hier sind nochmal die beiden Editionen. Mehr ist da nicht drin. Das ist ziemlich kritikwürdig, wenn man sieht, wie groß diese Box ist. Hätte man da so viel mehr reinpacken können. Aber leider, das finde ich generell sehr kritikwürdig bei den VHS-Editionen, wie wenig man da reinpackt. Und jetzt kommen wir einfach mal zu einem Gag. Und zwar, das sind die zwei VHS-Videokassetten von Gate und G2. Wie gesagt, das war der einzige Release, der bis zu Wicked Vision Release überhaupt in Deutschland erschienen war. Also kein DVD-Release. Und man merkt den ersten Unterschied. Das sind wirklich diese alten VHS-Releases. Man merkt den ersten Unterschied. Und zwar, das sind in Deutschland eigentlich fast immer diese harten Hardboxen gewesen. Das ist etwas luxuriösere Edition entsprechend, etwas größere. Im Vergleich zu den vor allem amerikanischen Raum und den Großbritannien üblichen diesen Pappschachteln. Und bei den VHS-Editionen. Bei den modernen VHS-Editionen verwendet man auch meistens diese Schachtel. Dieses Artwork ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Das ist so ähnlich wie das Standard-Artwork, ist aber noch mal schöner. Und das hier ist der Boss. Also man merkt, dass das schon so ein bisschen so eine Deluxe-Edition ist. Ne? Am Flohmarkt, ich glaube, für 2 Euro gekauft vor über 10 Jahren. Wahrscheinlich vor 15 Jahren. So, das sind die ganzen deutschen Angaben. Diese alte deutsche VHS-Flatschen, der auf der anderen, vielleicht ist sie noch älter, nicht dabei ist. Ah, genau, da ist er. Da ist er. Hier an der Seite. Gate die Unterirdischen und Gate 2 das Tor zur Hölle. Genau. Jetzt nochmal kurz die wirklichen VHS-Editionen. Einfach zum Vergleich mit einer echten VHS-Videokassette. Ganz wichtig, diese Aussparung hier ist immer weg. Also die ist nie da. Die ist nur bei den, also die ist nur dann befüllt, wenn das eine leere Videokassette ist. Nämlich damit kann man die Videokassette nicht überschreiben. Das ist kein Kopierschutz. So, das ist hier ziemlich schmucklos vom zweiten Teil und etwas schöner vom ersten Teil entsprechend mit dem alten VHS-Flatschen. Genau. Noch so richtig klassisch und alt und genau, und diese braune Teil hier, den haben sie bei Wicked Vision ganz offensichtlich kopiert und haben das wirklich hier mitverwendet. Genauso wie es bei der alten VHS-Videokassette der Fall ist. Es ist an sich ziemlich selten. Genau. So, für alle, die noch nie eine Videokassette gesehen haben, so geht es auch. Das ist entsprechend, was die Videorekorder aufmacht. Und hier ist der Band. Man merkt, das Ding ist kleiner. Also es ist ungefähr genauso breit. Aber es ist kleiner als diese VHS-Edition. Und es muss auch kleiner sein, weil eine CD bzw. eine DVD ist größer. Deswegen haben die Dinge nie die richtige Form. Diese VHS-Edition haben nie die richtige Form einer richtigen VHS-Videokassette.
So, Leute, das war meine Vorstellung von der VHS, also von echten VHS-Editionen und von den neuen Blu-ray-VHS-Editionen von Gate und G2. Ja, das war's. Hinterlasst ein Like oder Dislike. Was denkt ihr über die Filme und generell über die VHS-Editionen, für die neuen VHS-Editionen? Schreibt mir in den Kommentaren und bis dann. Ciao, ciao.